Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe mir heute mal wieder so kleinere Ohrringe reingemacht. Ich spiele noch mit dem Gedanken, mir so ein bisschen größere Perlen zu holen. Ich habe mir ja mal von DM einfach so kleine Perlen geholt, aber so ein bisschen größere fände ich irgendwie auch richtig schön. Aber ich darf echt nicht mehr über Einkaufen gerade nachdenken, weil ich, sagen wir mal so, ich habe die Weihnachtszeit genutzt, um mich auch selbst zu beschenken. Ich habe eine große Bestellung, also ich habe mir 3 Sachen bei Farfetch bestellt. Ja. Mal gucken, wann die Sachen ankommen. Ich glaube, jetzt in den Weihnachtstagen wird eh nichts passieren. Also ich filme das hier jetzt gerade am 23.12. morgens Weihnachten. Ich gehe jetzt gleich nochmal einkaufen. Ich glaube, es ist eine bisschen schlechte Idee, aber ich habe Angst, dass wir jetzt über die Feiertage dann irgendwie nichts haben und wir wollen ein bisschen weniger Essen bestellen, bla. Ich schau mal. Auf jeden Fall muss ich jetzt von meiner Jogginghose, nachdem ich übrigens richtig viele Fragen, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die habe ich von der Amazon-Eigenmarke Feind. Egal, ich werde mich auf jeden Fall in eine Leggings schmeißen. Einfach so ein All-Grey-Outfit. Den Pulli habe ich auch neu, der ist von Worst Behavior und ich trage da die Größe M, falls es jemand interessiert. Keine bezahlte Werbung. Ich glaube, ich bin auch der einzige Influencer, der keine For-Free-Klamotten von denen bekommt, aber egal. Mich heute noch so richtig natürlich geschminkt, also ich habe keine Foundation drauf. Ich habe nur ganz bisschen meine Lashes getuscht. Aber die Seite ist übrigens, meine Lashes sind länger als da, ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe nur meine Augenbrauen gemacht und ganz bisschen getuscht, dass das eigentlich nur natürlich aussieht. Nichts auf den Lippen, nichts auf dem Face. Nur meine tägliche, ja, Routine. Ich benutze es halt extrem gerne, die Sachen von Drunk Elephant. Und ich habe noch hier, also ich zeige euch mal kurz meine Face. Die habe ich mir ja geholt. Das hier sind alles meine Daily Cremes, die ich gerade teste. Also hier immer das Serum darf nicht fehlen. Oh, das ist nicht zu. Dann habe ich immer hier so ein Vitamin C Serum. Hier habe ich 2 verschiedene Augencremes. Also ich teste mich hier gerade. Also das heißt, ich teste, aber mit dieser Reihe bin ich gerade extrem zufrieden. Ich habe halt so viele Cremes oder so. Das Coole an meinem Job ist halt ein bisschen, dass ich so oft die Chance bekomme, neue Sachen zu testen. Und deswegen kann ich voll oft variieren. Also ich feiere das einfach mega. Habe ich dann immer die Produkte, die ich gerade nicht benutze, die hole ich dann wieder immer, keine Ahnung, wahrscheinlich so in 3 Wochen wieder raus, weil ich immer so meine Monate habe, würde ich sagen, wo ich immer so einer Pflegelinie treu bleibe. Gerade bin ich aber relativ zufrieden. Ich muss heute Abend auf jeden Fall auch meine Haare waschen. Aber Trockenshampoo safe heute noch. Das ist jetzt mein Look of the Day. Ich sehe gerade, meine Kamera hat nicht so viel Akku, aber ich versuche euch trotzdem noch mal kurz im Auto mitzunehmen und ich liebe es. Einfach chillumello. Heute wird ein cozy day. So, my OOTD ist auch meine neue Jacke, die habe ich auch von West Behavior. Die ist gerade ein bisschen kurz, aber egal, ich will die unbedingt anziehen. Yeah, that's my looky. So, ich war einkaufen, Leute. Der Kühlschrank ist so voll, aber richtig, richtig geil. Mir hat jemand geschrieben, dass man Milchersatz nicht in den Kühlschrank tun soll, aber ich mache das trotzdem. Was soll der Geist? Oh mein Gott, Leute, ich habe ja hier diesen neuen Stern dafür meine Zopfgummis und ich merke gerade, dass der perfekt ist, um mich beim Fertigmachen zu filmen. Ja, ich mache mich jetzt mitten am Tag nochmal richtig ready, nur so ganz, das kann ich bearbeiten, nur so ganz bisschen, weil ich mit dem Set einfach ganz schnell Fotos machen gehe. Ich habe 2 Orte entdeckt in Berlin beim Vorbeifahren, wo die Lichter ganz cool waren jetzt im Dunkeln und da dachte ich, schnapp den mir mal. Ich habe ihn schon gestern darauf vorbereitet, also er mag das immer nicht so gerne, aber was soll's. Ich habe gerade versucht, ein Video zu schneiden, aber irgendwie hatte ich nicht so eine krasse Motivation. Ach, hier ist nicht so. Nicht so eine krasse Motivation. Dann hat ein Kumpel von uns gerade, also Devin heißt er, der hat ganz viele Kontakte zu verschiedenen Designer-Menschen und so, die so Secondhand-Sachen haben und so Vintage-Sachen und so. Und ich habe mir eine Tasche gewünscht, die es nicht mehr, das habe ich ja im Podcast erzählt, im Store gibt. Und es gibt nur noch die Vintage-Modelle davon sozusagen. Und deswegen hat mir Marcel so eine Tasche geholt. Die wurde uns gerade schon gebracht. Ich zeige die euch aber erst morgen. Also morgen ist Weihnachten, weil ich will sie erst morgen so richtig sehen. Ich habe mir sie schon einmal ganz kurz angeguckt, so ein bisschen auf Echtheit geprüft. Ich habe halt ein älteres Modell als jetzt das aktuelle, deswegen ist mir der Träger ein bisschen zu kurz. Jetzt habe ich mir für 50 Euro oder so so einen Träger, der so ähnlich aussieht. Also den richtigen Träger kann ich irgendwie nicht, also kann man nicht kaufen. Ich habe mir für 50 Euro jetzt den Träger gekauft, einen Träger gekauft, der so ähnlich aussieht. Der kommt aber irgendwie erst am 2. Februar an oder so, aber egal, das ist ja jetzt eh wahrscheinlich eh noch alles voll eingeschränkt. Dann kann man eh auch nicht so richtig damit rausgehen. Und dann habe ich jetzt erstmal die mit dem kurzen Träger. Und dann im Frühling ist es dann so ein bisschen wie so eine neue Tasche mit einem längeren Träger noch ein bisschen. Ich zeige euch die, wie gesagt, morgen. Weil morgen gucke ich sie mir erst auch richtig an. Ich habe jetzt nur so überflogen. Aber richtig, richtig cool, dass es auf diesem Wege geklappt hat. Außerdem finde ich den Gedanken von so einer Vintage-Tasche auch richtig gut. Auch wenn sie sogar tatsächlich teurer war, als wenn ich jetzt sozusagen das neuere Modell gekauft hätte. Aber wie gesagt, es gibt es einfach nirgendwo. Ich freue mich ein bisschen auf morgen. Ich habe uns heute auch noch, als ich einkaufen war, so Lindt-Schokolade geholt. Es ist eigentlich immer so eine Tradition gewesen, dass meine Oma uns das mitgebracht hat. Aber wir feiern jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, ohne meine Oma, weil meine Oma wirklich
Das ist jetzt nicht gemein klingt, aber sie kommt halt wirklich überhaupt nicht klar und es tut mir richtig, richtig weh. Ich würde so, so gerne mit meiner Oma feiern, weil es war irgendwie immer noch ein bisschen schönerer Vibe. Aber meine Oma möchte mich und meine Schwester nicht mehr so richtig sehen, weil es ihr einfach unangenehm ist und so eine Familienfeier sind für sie einfach nur noch anstrengend, weil sie nichts hören kann und so. Und das ist halt ein bisschen ärgerlicher, sehr private Info gerade, aber was soll's. Also genießt die Zeit mit euren Großeltern, solange ihr noch könnt und wie gesagt, versucht sie auch zu schützen und trefft euch nicht so viel mit random Leuten, wenn ihr euch auch gerne mit euren Großeltern trefft. Bei Eyeliner finde ich immer mega wichtig, dass man so ein Primer aufträgt. Tut mir voll leid übrigens, dass ich nicht gevloggt habe, als ich gerade einkaufen war, aber es war dann irgendwie so stressig. Ich hasse das voll alleine viel einzukaufen. So, Haare habe ich mir jetzt so gemacht, Oberteil angezogen, Schmuck angezogen und let's go. Juni, gehen wir Pipi Kaka machen und Fotos machen gleichzeitig. Was? Voll gepackt mit Wechseljacken. Uff geht's. Das ist übrigens die neue Jacke, die ich mir auch geholt habe. Mit der. Guck mal, Leute, das war gerade hier so schön. Wir haben ja richtig schöne Bilder gemacht in das Panorama. Und jetzt geht's weiter zum Gendarmenmarkt. Noch schnell eine Fahrerflucht gesehen. Ist echt so. Wir haben gerade einfach gesehen, wie eine Frau beim Ausparken rückwärts gegen ein anderes Auto gefahren ist. Ich hab's nicht im Spiegel, wenn die Kamera ist. Ah, sorry. Und dann einfach weggefahren ist. Aber da war ein Mann, der hat sich auch schon alles da gemerkt und hat es auch zum Glück gesehen. Deswegen mussten wir es jetzt nicht mehr rumstreiten. Rumdingsen. Ich glaube auch, dem Mann hat ein Auto gehört, weil der war richtig so zornig. Aber selbst wenn, wäre es auch nicht unsere Aufgabe gewesen, jetzt das Nummernschild sich zu merken, meiner Meinung nach. Ja, wir haben es ja gesehen, wir hätten ja, damit ich jemanden. Meine, ich bin ja jetzt nicht. Egal, da war ja jemand ich am kein Start. Polizist. Okay, aber da war ja jemand am Start. Auf jeden Fall, es war so krass, wir haben auch diese Frau die ganze Zeit so angestarrt und die ist trotzdem einfach weitergefahren. Also richtig, man hat es richtig zu knacken gehört, weil sie sich anscheinend rückwärts sogar mit dem Auto da fast in dem anderen Auto verhakt hat. Hat so laut geknallt. Naja. Ich hätte sie auch einfach so mit deiner Fotokamera in Full 4K filmen können. So richtig in ihre Fresse hätte ich filmen können. Ja, hätte echt so. Naja. Jetzt noch schnell bei Rolex anhalten und meinem Schatz ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Spaß, never ever. So Leute, das habe ich letztens schon gesehen. Das ist so richtig pink beleuchtet. Krass, wie hell es in der Kamera aussieht. Das ist eigentlich schon viel, viel dunkler. Und das ist so pinkeles Licht und das ist super für den Foto-Hintergrund. Hammer. Immer die Augen offen halten in der Stadt. Guten Morgen. Hallo Schubi. Hier ist sie, eure frisch geduschte, nasshaarige Hilfe essen. Oops. Krass, dass das gerade meine Naturlocken sind, weil die super schön fallen, also auch der Zopf fällt richtig schön. Ich muss mir trotzdem Zopf machen, weil dieses Boom nervt mich immer, aber tatsächlich überlege ich, also ich glätte sie mir heute noch nicht. Mal gucken, ob ich sie mir morgen glätte, ich warte mal einschlafen, aber also ich glaube einmal schlafen überstehen Locken eh nicht so gut. Deswegen mal schauen, vielleicht glätte ich sie mir morgen. Ich habe Marcel gerade die Haare geschnitten, ich glaube er ist semi zufrieden. Frisur hör mir zu, aber... Das muss und es sieht wenigstens ein bisschen fresher aus, auch wenn der Übergang und so jetzt nicht perfekt ist. Leute, ich mache hier gerade meinen Verlosungsstream. Alle können ja mal hier in den Chat kurz schreiben. Jetzt richtig, richtig cool. Heute ist nämlich Weihnachten und ich habe hier gerade ein FaceTime-Geschenke auspacken mit Anne und Leon gehabt. Thanks. Merry Christmas. Ist wirklich funny. Ihr beiden seid einfach Ehrenfrauen. Ich bin auch Ehrenfrau. Ich habe noch gar nicht gesagt, was wir dir geschenkt haben. Ja. Wir schicken ein Foto, wenn es aufgebaut ist. Kannst dann Okay. Wir schicken eine kleine Sequenz, da kannst du deinen Vlog einbauen. Oh ja, genau, das ist perfekt. Und dann alle Zuschauer frohe Weihnachten. Bleibt gesund. Verhext. Oh. Okay. Das hat übrigens Anne mir geschenkt. Das sind so Thermogläser. Richtig, richtig cool. Und ich liebe auch meine neuen Ohrringe, Leute. Was ich so cool an denen finde, ist, die sind halt wirklich teuer, aber man könnte sie sozusagen auf zwei Weisen tragen. Also das hier sozusagen ist einer und dahinter hängt dann so die Biene. Man könnte zum Beispiel die Biene an einen anderen Ohrring machen oder den mit einem ganz normalen Stecker, dann wären die nur so. Also finde ich wirklich richtig, richtig cool. I love them. Und die Tasche, die mir Marcello geschenkt hat, hat schon direkt den Platz neben meiner zweitneuesten gefunden. Mega, mega happy. Ich habe ja die ganze Zeit versucht, diese Tasche bei Louis Vuitton zu kriegen, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt hat Marcel mir das Vintage-Modell davon geschenkt. Das finde ich einfach irgendwie so süß. Er hat so lange nach guten Leuten gesucht, die gute Taschen dafür. Also danke nochmal an Devin auf jeden Fall. Also falls ihr jemanden braucht, hit mir ab. Ich kenne jetzt jemanden, der wirklich krasse Connections hat. Das hat auf jeden Fall anscheinend sehr gut geklappt und ich bin sehr, sehr happy.
Es ist der 27. Ich muss sagen, jetzt kein Weihnachten mehr. Ich habe erst kurz überlegt, ob ich mich extra jetzt hier für schminke, aber no! Ich mache das jetzt ungeschminkt. Ich will mich kurz was sagen. Und zwar, ich hatte so eine schöne Zeit, einfach weil ich so runterkommen konnte. Ich habe auch gerade so ein Bild hochgeladen mit einer Caption. Ich finde, mir sagen total oft Leute, weil ich bin ja wirklich sehr, 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 sehr krass aktiv. Und ich muss mich schon seit, keine Ahnung, 3 Jahren anhören immer, ja, mach doch mal Urlaub, du musst dich entspannen, bla bla. Und ich hatte bei jedem Urlaub war es irgendwie keine Entspannung, weil ich dann immer den Ort, wo ich bin, dann auch für Content nutzen will und so. Und generell, finde ich, kann man sich im Urlaub, also ich auf jeden Fall, kann mich nicht so krass erholen, weil ich jemand bin, ich vergleiche mich schon unterbewusst auf jeden Fall sehr, sehr stark mit anderen Leuten. Und ich habe dann immer Angst, was zu verpassen, wenn ich halt mir den falschen Zeitpunkt aussuche, Urlaub zu machen oder so. Und ich hatte das auch schon früher, bevor ich Social Media gemacht habe. Ich weiß noch, ich war mit meinem Ex-Freund einmal in London. Und während wir in London waren, die Zeit war eigentlich richtig, richtig schön, war eine Party dann zu Hause, also in Deutschland, in Berlin. Und ich war an dem Abend richtig down, weil ich nichts verpassen wollte. Und ich habe Partys geliebt und so. Also so richtig, ich bin einfach so. Deswegen kann ich mich bei sowas auch immer nicht so mega gut entspannen. Nicht, wenn man halt sein Handy in der Hand hat. Und ich finde, Weihnachten ist einfach so eine Zeit, natürlich feiert das nicht jeder, aber viele, viele Leute, die ich kenne oder generell ja, die meine Nummer haben und so, feiern eben auch Weihnachten. Und deswegen ist auch einfach mal das Handy ruhig und mein WhatsApp explodiert nicht, so wie sonst jeden Tag gefühlt. Mein Management macht halt auch ein bisschen Break. Generell Firmen machen einen kleinen Break. Man hat halt einfach nicht so viel zu tun. Das geht, ist ja in jedem Job anders, aber auch bei mir. Also ich merke einfach, es entschleunigt sich alles noch viel, viel mehr. Das hat mir einfach unnormal gut getan, vor allem, weil ich die letzten Wochen doch ab und zu mal eine kleine Panikattacke hatte, weil mir irgendwie alles ein bisschen zu viel geworden ist. Deswegen habe ich auch daily aufgehört und so. Aber macht euch keine Sorgen, mir geht's super. Wirklich, ich habe mir nur einfach ein bisschen zu viel Stress gemacht. Es war auch bei weitem nicht so schlimm wie früher in meiner schlimmen Zeit. Und ich habe das Gefühl, jetzt geht es mir wieder richtig gut. Und ich wollte mich erst ready machen und ein Video drehen, What I Got for Christmas. Aber erstens habe ich nicht so viel bekommen. Und zweitens dachte ich, ich habe jetzt gevloggt. Und der Vlog hätte sonst einfach so random geendet. Ich würde sagen, für alle, die es interessiert, kann ich vielleicht nochmal sagen, aber ich glaube in dem Vlog, ich weiß jetzt gar nicht, wann habe ich das letzte Mal jetzt hier gebloggt, kann ich mal kurz erzählen noch, was ich verschenkt habe. Also ich habe meiner Schwester ja ein Auto geschenkt. Dann habe ich meiner Mom einen Swarovski-Kugelschreiber geschenkt. Habe ich Marcells Mom auch schon mal geschenkt und da kam es eigentlich voll gut an. Und meine Mutter sammelt Kugelschreiber, deswegen habe ich ihr so einen richtig schönen roten, kristalligen, in ihrer Lieblingsfarbe Kugelschreiber geschenkt und so ein selbstgemachtes Fotobuch mit ihren ganzen Erinnerungen und so, weil sie ist so jemand, sie postet immer alles bei Facebook und ist halt auch sehr traurig, wenn sie sowas nicht für immer hat und so. Deswegen habe ich ihr alle ihre Facebook-Beiträge und also ihre Bilder mit Freunden und mit uns und so alles ausgedruckt. Darüber hat sie sich sehr gefreut. Sie meinte, ich soll ihr sowas jetzt immer jedes Jahr schenken. Mal gucken. Meinem Dad haben wir eine Nudelmaschine geschenkt. Nicht so eine elektronische, sondern so eine, wo man wirklich das alles selber macht und so, weil er liebt so nicht vollautomatische Sachen. Genau, das haben wir meinem Dad geschenkt. Genau, und Marcel habe ich das Parfum Creed geschenkt von Aventus. Und so einen kleinen Lindbeeren. Das war's, glaube ich. Ich hatte ihm ja voll das fette Geburtstagsgeschenk gemacht, deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten. Okay, kommen wir mal zu den Sachen, die ich bekommen habe. Also ist die Tasche. Für alle, die den Podcast gehört haben, die wissen, ich wollte die unbedingt haben. Das Ding ist, das ist die Louis Vuitton Pochette NM oder so heißt die. Das ist nicht die Multi-Pochette, sondern das ist die Pochette NM. Die neue Version davon sozusagen, die ist einfach, die kann man nirgendwo kriegen. Also die ist wirklich immer ausverkauft und wir haben es so lange probiert. Also ich habe es so lange probiert, dann habe ich davon auch Marcel erzählt. Meinte also, komm, ich schenke dir die. Habe ich gesagt, es wird unmöglich sein, die zu kriegen. Aber er hat sie jetzt Vintage bekommen und die ist wirklich in so einer guten Kondition. Der Unterschied ist halt, dass der Träger hier sehr, sehr kurz ist. Ich habe mir jetzt noch einen Träger, ist ja egal, habe ich ja schon erzählt, glaube ich, einen Träger dafür gefunden. Neu geholt, weil die kann man jetzt nur so tragen. Aber ich finde die wirklich extrem schön und irgendwie finde ich auch mega cool, dass die Vintage ist. Genau. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, ich habe mir noch was selber geschenkt. Eigentlich sogar noch eine Riesenbestellung. Also die Sachen müssten jetzt die Tage ankommen. Ich habe ja so eine Farfetch-Bestellung gemacht. Ganz ehrlich, das ist eigentlich auch irgendwie das Geschenk. Hier dieses Balenciaga-T-Shirt ist angekommen. Ich muss sagen, ich finde es echt krass teuer für so ein normales T-Shirt, aber irgendwie finde ich es auch so cool. Ich habe es jetzt in der Größe M, glaube ich. Oder S, ich weiß nicht mehr. Ich glaube M. Ja, so ist es dann. Ach, ich weiß nicht, ich finde das einfach, das ist eigentlich so, also an sich voll mein Style. Ich liebe den Schnitt und mit Ketten und so, glaube ich, ist das richtig cool.
Ich musste einfach. Das ist damit auch mein erstes Kleidungsstück von einem Designer, weil sonst habe ich ja nur Taschen und Schmuck. Und eventuell wird demnächst ein paar Schuhe hier noch eintreffen, aber das seht ihr dann in einem anderen Vlog. Und noch ein Sweater. Ich wollte mir einfach was gönnen. Ich weiß nicht, ich war in einem ganz komischen Modus. Bei den Schuhen bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil ich halte eigentlich nicht so viel von Designerschuhen, weil ich das Gefühl habe, Schuhe werden ja immer voll schnell dreckig und kaputt und so. Aber wenn sie sehr bequem sind und ich finde sie wunderschön und ich habe echt keine ansatzweise gleichen gefunden noch. Mal gucken, Leute. So, stay tuned. Okay, machen wir weiter. Das hier habe ich von Marcel's Mom bekommen. Also die haben uns das zugeschickt und das finde ich so mega süß. Das ist so ein Gassi-G-Pullover. Da steht so Pomeranian Mom. Und bei Marcel steht auch irgendwas mit Pomeranian. Wir haben so mäßig so Couple Gassi-G-Sweater. Richtig süß. Und irgendein Geschenk wartet noch bei denen, wenn wir die endlich wieder treffen können. Also, wie gesagt, wir besuchen die ja zurzeit auch nicht, weil Reisen in der Zeit ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Achso, dann habe ich noch so, das ist gerade in der Wäsche, deswegen kann ich es euch jetzt gerade nicht zeigen, aber ich habe noch von Anne, beides ist in der Wäsche, lustigerweise. Also von Anne habe ich einmal so Thermogläser bekommen, habe ich ja, glaube ich, auch schon erzählt. Und ich habe Anne, das kann ich auch erzählen, ich habe Anne einen Plattenspieler mit Leon zusammen geschenkt. Und eine Platte von Annemai Kantereit und er von Crow, also richtig cool. Darüber hat sie sich mega krass gefreut. Sie ist ja so voll, so, sie liebt so diesen alten Vibe und deswegen dachten wir, wir machen ihr auch mal eine Freude. Ich habe ja Anne auch einen Adventskalender gemacht. Am 24. war bei ihr noch ein Bademantel drin, weil sie keine hatte. Sie hatte einfach keinen Bademantel. Deswegen habe ich ihr am 24. einen reingemacht. Dann waren, vielleicht, wenn ihr Inspos braucht, da waren noch Neonail-Nagellacke drin. Da waren... Ich weiß nicht, ich habe so voll viele Sachen, die sie mal erwähnt hat. Also das kann ich generell jedem empfehlen. Wenn ihr Freunde habt und Familie, ich hoffe, dass ihr das habt, dann merkt euch einfach, ich habe so eine Notizenliste und wirklich von jedem in meinem Bekanntenkreis, von Leuten aus meinem Management, von jedem einfach, habe ich da so einen Unterpunkt sozusagen. Und immer, wenn die mal irgendwas sagen, was die mögen, schreibe ich es mir auf, damit ich es nicht vergesse und immer für jeden Anlass einen Punkt hätte, worüber die sich auch wirklich freuen würden. Das kann ich euch nur empfehlen. Also meine Liste ist immer noch nicht leer bei den Leuten und das ist ganz schön cool. Und deswegen konnte ich auch einen Adventskalender machen, wo ich das Gefühl hatte, alles wird ihr dafür von wenigstens irgendwie gefallen. Da es reicht dann auch, wenn ihr so Kleinigkeiten aufschreibt, wie zum Beispiel ihr die Lieblingssüßigkeit. Weil in den wichtigen Momenten vergisst man das dann manchmal. Genau. Und ich habe von meiner Schwester und Anne zusammen noch so richtig geile Biber-Bettwäsche bekommen. Also so Flanell-Bettwäsche für mein Bett. Werde ich euch vielleicht auch in irgendeinem kommenden Vlog zeigen, weil es gerade in der Wäsche ist. Ich glaube, das waren alle meine Geschenke. Und ich würde sagen, vielleicht schnell diesen Vlog direkt und dann kommt er heute doch noch online. Obwohl ich heute eigentlich nicht arbeiten wollte, aber why not? Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Vielleicht fühlt ihr das ja, was ich vorhin gesagt habe, zu diesem Entspannungsmodus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye! Und vergesst nicht, heute Nacht um 0 kommt eine neue Folge Pussy Talk online.